Ein bisschen schneller hier im PD. Soll nicht im Zirkus. Also ist sicher, dass Sie die Geiselnehmer sind und nicht der Nussret? Durchgang. Ach du meine Güte. Einer berüstet. Ich gehe zuerst. Kollegen, wir brauchen Hilfe. Unten im Keller. Unten im Keller der Bank. Vier Kollegen liegen auf dem Boden. Wir brauchen Granaten, wir brauchen einen Raketenwerfer, wir brauchen einen Nashorn, wir brauchen alles hier unten. Wo sind die Täter? Auf der rechten Seite. Passen Sie auf. Warten Sie. Ich habe eine Idee. Wenn einer einen Witwenmacher hat, sagen Sie Bescheid. SMG. Und ich gehe mit der Pistole rein. Sehr gut. Nussret, gehen Sie sofort zurück. Sonst werden Sie auch festgenommen. Gehen Sie zurück! Sie sind kein Polizist! Sonst gibt's Hafteinheiten! Gehen Sie zurück! Ich sag's ein letztes Mal, Sie behindern Polizeiarbeit! Ist alles sauber? Ist es mir scheißegal, wer Ihr Vater ist? Verstehen Sie das? Sie gehen jetzt raus! Herr Hort, geben Sie mir später meine SMG. Aber natürlich, die kriegen Sie sofort zurück. So, wie sieht's hier aus? Ist alles geklärt, die Situation? Herr Hort, ich bin jetzt nochmal abgesichert. Ich hab den einen Herr, der hier mit der Maske habe ich erschossen. Ich hab nochmal hier alles abgeschickt. Der ist kein einziger Täter mehr. Die Mediziner können reinkommen und sich um die Versorgung kümmern. Ja, ich würde mal sagen, ich nehme die Maske ab, Digga. So, Maske abnehmen, bitte. Oh, nee, wir kennen uns doch gar nicht, oder? Was haben wir denn? Moin, Digga. Oh, Herrn Heeres, ich hätte ja denken können. Rotschopf, kannst du mir vielleicht noch eine Kugel in den Kopf abpassen, Digga? Ein bisschen unangenehm. Herrn Heeres, könnte ich einmal bitte Ihren Waffenschein sehen? Ja, klar doch, Digga. Nehmen Sie mir doch mal die Handschellen ab. Dankeschön. Moment, ich muss den mal suchen. Ich finde den irgendwie nicht. Ganz komisch. Das ist natürlich schwierig. Gut. Also haben Sie keinen, dann sind Sie wieder festgenommen. Herr Neres, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie kommen jetzt erstmal mit aufs PD. Sie können gerne eine Aussage machen, wenn Sie mir den Kopf der Bande hier nennen. Ja, auf jeden Fall. Das werde ich Ihnen nennen. Dann wird das eine kurze Haftzeit. Dann schaue ich drüber hinweg. Ja, da sehe ich mich. Und Sie kommen erstmal mit. Jalla, wohin, Digga? Hier lang? Boah, da liegt aber ganz schön viel Blut. Was denn hier passiert? Der Bruder. Was mal wieder komplett, Digga. Ja, ich warte. Ja, ich habe die Schlüssel verlegt. Ich glaube, wir müssen zu Fuß. Alles klar, kein Problem. Jalla. Kommen Sie mit. Kurz mein Auto aufschließen? Ja. Wir sehen uns in einer Stunde am PD-Officer, ja? Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können für die Gürtelstacheraale? Muss ich mal schauen, Digga. Steigen Sie ein. Bruder, muss mich da reinbringen. Ich kann da nicht einsteigen. Ein mit dem Rübel, ne? Schnauze, du Wichser. So, bringen Sie den Kollegen einmal zum PD. Ich muss unten noch... warten Sie bitte. Also, Kollege, das üben wir aber nochmal, oder? Hallo. Alles in Ordnung für Ihnen, Herr Hort? Das war ja zugeschlagen, Digga. Bringen Sie den Kollegen bitte einmal zum PD. Okay, ich habe hier einen Hirnschädeltrauma oder wie auch immer. Ich möchte noch kurz zum McDonald's Officer. Ja. Es geht direkt zum PD, Herr Neger. Ach, scheiß auf euch, Digga, ganz ehrlich. Ich gebe Ihnen jetzt einmal, also ich hatte ausgemacht, einmal 120.000 für zwei Geiseln. Das hat alles geklappt. Ich habe das Geld auch behalten. Ich habe Ihnen das jetzt einmal rübergegeben, dass Sie das wieder dann in die Asservatenkammer oder wohin auch immer packen können. Gute Arbeit, Herr Hort. Sehr gute Arbeit. Weiß ich doch. Ich höre jetzt keine Geräusche mehr. Ja, hinten wird mir immer schlecht. Und neben Nussret will ich sowieso nicht sitzen, der riecht streng. Ja, ich merke das. Diese Geräusche. Muss man ganz kurz einen Psychiater anrufen, der kommt auch direkt zum PD. Sehr schön, sehr wunderbar. Schön. Ja, Michael Hort hier, grüße Sie, Dr. Professor von Harald Nesch. Ja, wir haben hier einmal einen Sonderfall. Bringen Sie einmal eine Betäubungsspritze bitte mit zum PD. Zwangsjacke, das Vollprogramm. Bis gleich. Ja, Nussret war sein Name. Keine Ahnung. Er hat mich irgendwie vollgelabert, ob ich seinen Vater kenne. Ich habe gesagt, nee. Sie können ihm direkt die Betäubungsspritze auch ins Zahnfleisch jagen. Das passt. Bis gleich. Können Sie mir noch einmal meine SMG wiedergeben? Die SMG habe ich bereits schon eingelagert. Kommen Sie mit. Ich habe die SMG einmal eingelagert. Ich sage dem Vorgesetzten Bescheid, ja? So, Kollege, waren Sie das mit der SMG? Ja, ich... So, ich hab die einmal geholt. Wie war Ihr Name, Kamerad? Mohammed Abouchaka. Oh, gut, danke. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Ich fahre auf mein Praktikum. Ich guck kurz in die Unterlagen, ja? Also, ich bitte auch nochmal
Kein Hauptschulabschluss. Nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, Herr Musa, ich habe mir das kurz überlegt. Sie sind abgelehnt. Was soll das denn? Warum das? Der Nächste. Nix der Nächste. Warum das denn? Der Nächste. Ich höre ihn abgelehnt. Der Nächste. Warum bin ich abgelehnt? Sie passen nicht zur Polizei. Junge. Der Nächste. Das, bitte. Verlassen Sie das PD und ich muss Gewalt anwenden und nach vorne kommen. Ich hab sogar schon die Weste. Sehen Sie das? Kann jeder bei eBay kaufen. Die kann jeder kaufen und sich draufdrücken. Feinde Gewalt im Polizeipräsidium! Was ist los mit Ihnen? Wollen Sie in die Zelle oder was? Der Herr hat mich jetzt erst geschlagen. Sind doch nicht im Zirkus! Das ist doch meine Aussage. Ja, Herr Hort, ne? Der möchte unbedingt mit Ihnen sprechen. Doch, bitte nicht. Ja, was kann ich für Sie tun? Wir wollten doch noch was klären, Digga. Ja, was denn? Ich wollte Ihnen erzählen, wer der Platz hier ist. Ach so, ja, ich höre. Ich möchte es aber nur Ihnen sagen. Okay, gut, mach ich. Kommen Sie doch mal rein, ich habe eh nichts, ja? Kommen Sie doch mal rein. Kein Problem. Also, ich weiß jetzt, wer das war, ja? Ja, wer denn? Ja, das war der... So, keine falsche Bewegung, hey! Bitte zum PD, Herr Hort. Das nur direkt machen, weil die Person im Moment noch direkt vorne. Bruder, ich sag sie, wie es ist. Gib mir einfach einen Schuss in den Kopf, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wir haben doch darüber geredet, Herr Torz, Digga. Das geht einfach nicht. Da sehen Sie, was da passiert. Da sehen Sie, was passiert. Ohne Witz. Jedes Mal, Digga. Jedes Mal. Ich hab einen Geniestreich, Digga. Ich bin einfach der Profi, ja. Ich versuche alles so gut zu machen. Und dann passiert mir sowas, Digga. Oh Gott. Ja. Aber das eine ist. Ja. Haut, kommen Sie mal bitte einfach mal mit mir aus der Zelle mit. Ich muss mir einmal sie angucken. Ja. Haben Sie einmal Wasser und Trinken für mich? Ja, klar. Also, wenn Sie nichts gegen Cola haben, Sie haben keine Diät, oder? Was? Sie haben keine Diät, oder? Nee, ich bin Adipositas. Haben Sie noch was zu essen? Ja, klar. So, hier, bitteschön. Ja, danke. Haben Sie einmal einen Fuffi? Nee. Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz einmal den Oberkörper abfühlen. Hallo, sagen Sie mir, ob das weh tut. Ja, das tut weh. Okay. Und, ja, hallo, ein bisschen vorsichtiger. Was soll denn das? Potenziell Bluterguss. Sie schmerzen jetzt im Oberkörper noch, also so beim Bewegen, so hin und her. Ja, versuchen Sie mal aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen und dann, ob es dabei im Oberkörper ziehen tut. Ja, in der rechten Schulter habe ich's. Sie meinten, Sie gehen außer Dienst, ne? Ja, muss ich ja. Wie halten sich die Schmerzen gerade im Zaum auf einer Skala von 1 bis 10? Ist das ein Ratespiel? Nee, das ist kein Ratespiel. Das ist jetzt die Frage, ob ich sie jetzt sofort einpacke oder sie später freiwillig zum Krankenhaus kommen. Ich würde nur sagen eine 8. Eine 8, gut. Dann würde ich Sie einfach mal bitten, um kurz aufs Intime zu kommen. Ne? So, dann helfe ich. Warte, ich helfe Ihnen mal ganz kurz schnell auf die Trage drauf. Dankeschön. So, versuchen Sie mal, sich einfach nochmal hinzulegen. Hinlegen brauchen Sie nicht, ne? Wissen Sie, wie das geht? Nee. Sag mal, willst du mal meine Trage hier lassen? Ja, den zusammen. Trage abstellen, Trage sofort abstellen. Sag mal. Das war der richtige Muskel. So, danke schön. So, jetzt alle einmal weg, ansonsten ruhig die Polizei. Entschuldigung, die Menschen hier sind schlimm. Ich lade Sie mal kurz ein. Warte mal, wo bringen Sie mich denn bitte hin? Das ist das MRT. Gudi. Muss ich da rein? Nee, Sie müssen hier einmal auf die Liege drauf. Wir müssen am besten einmal draufklettern und sich hinlegen. Reicht auch hinsetzen? Liegen wäre besser. Die müssen ja hier gleich reingefahren werden. Wissen Sie, wie Sie sich hinlegen? Natürlich weiß ich das. Perfekt. Haben Sie schon mal Menschen gesehen, denn ich weiß, wie man sich hinlegt? Sie glauben nicht, was wir hier täglich reinbekommen. Passt das wirklich? Ja, dann würden wir Sie einmal nochmal entkleiden und Ihnen die metallische Gegenstände, sprich Handy etc. einmal kurz abnehmen, damit Sie das elektromagnetische Feld nicht stören. Was soll ich abnehmen? Ich nehme Ihnen jetzt Handy etc. ab und Sie, Also warten Sie mal, muss ich alles Elektronische rausmachen oder was? Ja, ich nehme das einfach Ihnen jetzt ganz kurz mit. Moment, ich muss ganz kurz ein paar Piercings entfernen dann. Ich packe das kurz in die Box hier und dann... Können Sie mir dabei helfen? Wie bitte? Können Sie mir helfen? Bei was? Ja, ich habe Piercings. Wo finden sich denn Ihre Piercings? Ja. Was ist das denn jetzt für eine intime Frage? Ach so. Also, solange Sie sich überhalb der Gürtellinie befinden, ist das in Ordnung. Wir fahren Sie dann nur mit dem Oberkörper rein. Na, ich habe einen am Brustnippel und den anderen Ring habe ich am Damm. Wissen Sie, wo der Damm ist? Ja. Wollen Sie aber nicht sehen, oder? Nicht unbedingt. Der Damm, das ist der Bereich zwischen Hoden. Ja, ich weiß schon. Ach so. Das ist mir bewusst. Das ist mehr vom Fach. Dann müssten Sie noch einmal die Uhr ablegen. Die Uhr auch noch? Naja, es geht ja um Ihr Leben. Ich mache Ihnen jetzt einmal Kopfhörer rein. Das MRT ist recht laut. Machen Sie das nicht so, dass Sie schon mal drauf gefasst machen können? Also Kopfhörer bin ich eigentlich gewohnt. Ich bin durch, oder? Nee. Was?
Gut, also, ich kann kurz... Also, wir haben jetzt einen größeren Bluterguss. Ich würde im Endeffekt sie einfach nochmal einmal röntgen, einfach nur um zu sehen... Ja, wie? Was ist sie? Wie? Hier ist ein Pflegefall geworden, oder was? Nein, aber sie wurden angeschossen. Soll ich ja einmal draufpusten und dann zaubern wir einmal und dann ist es heile. Haben Sie ein bisschen Morphium oder was? Also, langsam? Nein, ja, entschuldigen Sie. Haben Sie mal ganz kurz was zu essen für mich? Was zu essen? Ja, und was zu trinken? Ich schau mal eben nach. Ich könnte Ihnen ein Taco anbieten. Nee, möchte ich nicht. Was haben Sie noch? Ein Taco, mehr nicht. Und was haben Sie noch? Eine Cola. Die Cola nehme ich. Cola nehmen Sie, gut. Und dann haben Sie mal einen 20 für mich? Das habe ich nicht, nein. Für einen Automaten? Ich habe leider kein Bargeld. Oder einen 10er? Ich habe überhaupt kein Bargeld. Nicht mal einen Zwilling oder so? Gar nix. Ja gut, dann nehme ich die Cola und den Taco. Ja, ich gebe mal Cola. Und dann auch einen Taco. Wir verdienen hier nicht so viel wie bei der Polizei. Im Rettungsdienst leider. Sie sind ja Polizist, richtig? Was haben Sie noch? Ich habe sonst wirklich nichts mehr. Haben Sie noch eine Cola vielleicht? Brauchen Sie noch eine Cola? Ich nehme noch eine Cola. Ich habe mir doch schon zwei gegeben. Ja, aber ich wurde angeschossen. Was soll ich machen? Ja, ich hab Durst. Die sind schon weg quasi. Oh, dann gebe ich Ihnen nochmal zwei und dann sollte es aber passen. Ja, danke. So, können Sie sich dann bitte nochmal obenrum entkleiden? Können Sie es nicht vorher sagen, bevor ich mich hinlege? Das ist aber so umständlich. Dann röntge ich Sie jetzt eben einmal. Und passen Sie auf das Piercing auf. Natürlich. So. Gehe eben nach nebenan. Die Kugel steckt genau bei Ihrem Schlüsselbein, aber zum Glück sind keine Organe davon betroffen. Das heißt, ich kann Sie problemlos in einem der Behandlungsräume entfernen. Ah, sehr gut. Dann können Sie nochmal aufstehen und mir nochmal folgen. Habe ich irgendwelche Nachteile in Bezug auf die Potenz? Auf die Potenz? Ja, oder ist da alles Roger? Ja, es sollte alles Roger sein mit Ihrem Piercing. Ja, gut. Dann bitte nochmal entkleiden und... Och, also, jetzt wird's aber offensichtlich, oder? Das sind die normalen Behandlungsabläufe. Natürlich, ich verstehe es ganz genau. Dass die Kugel rauskommt, oder? Ja, na klar. Ich kann die Kugel jetzt ohne eine weitere Narkose entfernen. Okay, das könnte ja, kurz wie, also was? Narkose immer rein damit mit dem guten Zeug. Das muss nicht sein, das sollte passen. Ja, wie? Es könnten nur ganz leichte Schmerzen auftreten. Mehr wahrscheinlich nicht. Mir ist kalt. Es zieht. Entschuldigen Sie? Hallo. Also, Sie hätten auch mal ein bisschen hier das Fenster ein bisschen... Das Fenster zumachen? Nee. Ein bisschen mehr Dichtung rein in das Fenster. Ein bisschen mehr Dichtung. Wollen Sie eine Decke haben vielleicht? Nee, ich will hier weg. Jetzt holen Sie die Kugel raus. Ja, darum kümmere ich mich jetzt. Bitte eine Sekunde. Und mal ein bisschen Morphium vielleicht rein. Haben Sie einen Föhn? Ein Föhn? Ich föhne mich gern. Föhnen sich gerne? Mhm. Warum das denn? Ich mag die Luft und das Geräusch. Wenn es warm ist, dann kann ich einschlafen. Okay, aber Sie sollen ja hier nicht einschlafen. Wir wollen hier die Kugel rausholen. Also ich muss mir das auch ein bisschen merken. Also Sie wollten mir keinen Zwanni geben, da haben Sie keinen Föhn, dann kriege ich kein Morphium. Ah, jetzt wird einmal kurz die Zähne zusammenbeißen, das könnte kurz wehtun. Ich habe die Kugel hier. Gut. Und zack. Perfekt. Brauchen Sie ein bisschen Schmerzmittel oder geht das? Hätte ich schon ganz gern. Einmal Schmerzmittel. Okay. Dann gehe ich mal, glaube ich, zurück zum Dienst oder so, ne? Wunderschön, bin wieder da. Ja, guten Tag. Hat alles geklappt. Kugel ist der hat raus. Sich super um Sie gekümmert, oder? Dann werde ich Ihnen noch ein... Ja, also können wir da ganz kurz unter zwei Augen einmal sprechen? Sind Sie der Vorgesetzte von dem Herrn? Ja. Ja, kommen Sie einmal bitte mit. Warte mal kurz, Eric. Werden Sie am besten hier? Also ich muss sagen, der Kollege hat sich super gekümmert. Ja, das ist... Aber ich habe eine kleine Beschwerde. Ja, wenn ich den Herrn einmal bitte, mir eine Cola und was zu essen zu geben oder was zu trinken und was zu essen, dann hat er mir das auch zu geben oder zu besorgen, ne? Also muss ich sagen, da ist Ihr Kollege ziemlich geizig. Okay, brauchen Sie was? Habe ich Ihnen nicht vorhin eine PDS gegeben? Ich hätte gern was zu trinken und was zu essen. Und ein Fuffi. Ja. Nee, Fuffi kriegst du nicht, aber was zu trinken und was zu essen kann ich dir besorgen. Ein 20? Nee. Bin auch nicht die Wohlfahrt. Hier, Eric, der Kollege hat dich gerade extrem gelobt, finde ich gut. Ich setze ein Wort für dich wegen der nächsten Beförderung ein. So, Herr Hort, dann kommen Sie mal hier zum Schreibtisch. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob Sie schon mal, also wie es um die Akte um Sie steht, ob die richtig angelegt worden ist. Genau, weil das halt eben mit dem Piercings ja noch nicht drin stand. Oh, Entschuldigung, Verzeihung. Alles gut. Das ist noch die Reflexe von der Kugel. Erik, haben Sie noch mal was zu trinken für mich? Wollen ich habe dem gerade schon was trinken? Gegeben. Ist schon leer. Ich habe dem schon was gegeben. Leer. Wenn Sie so nett fragen, eine Cola habe ich noch, aber mehr auch nicht, okay? Danke. Ei, da redet man von Leuten, die sich den Tag schnurren, ne? Bitte? Nix. Ich bin von der Polizei, bin Beamter, wie Sie. Herr Hort, sind Sie, als Sie angeschossen wurden, auf Ihrem Kopf gefallen? Oder sind Sie schwindelig oder irgendwas? Ja, mir ist schwindelig. Schwindelig, sagen Sie. Ich fühle mich tatsächlich auch ein bisschen dehydriert. Dann trinken Sie mal lieber was. Ich habe nichts mehr. Haben Sie noch was zu trinken? Ich habe gar nichts mehr, nein. Aber wir müssen jetzt einmal ein paar Tests machen, um auszuschließen, dass was bei Ihnen im Kopf
kaputt ist. Ja, das hätte das MRT aber gezeigt. Ja, das hätte das MRT doch gezeigt. Trotzdem nur nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Können Sie einmal sagen, was der oberste Buchstabe da ist auf der Liste? Ich sehe hier ein F. Ja, das ist die zweite Reihe. Perfekt. Ich gebe Ihnen kurz einmal hier einen Personalausweis wieder. Genau. Ich habe... aber schön zu wissen, vielleicht sollten Sie mal einen Sehtest machen generell. Aber das müssen wir nicht jetzt machen. Wenn Sie dann soweit wieder, also dann würde ich Sie auch an der Stelle schon wieder entlassen. Ich kann jetzt vorne noch das Rezept ausstellen und jetzt müssen wir aber eine Sache noch sprechen. Sie meinten vorhin, dass... Ich sehe hier ein P. Ebenfalls in der zweiten Reihe nehme ich an, oder? Nein, dann sehe ich ein T. Mhm. Dann sehe ich hier ein C für Cola. Das ist ein Zeichen. Wo sind Sie? Haben Sie noch eine? Ach, Herr Horvat. Ja, was soll ich machen, wenn ich Durst habe? Ja, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen gerne noch eine geben, aber das ist dann auch die... Das ist dann die letzte, okay? Verdienen Sie doch bestimmt sehr viel ich gebe Ihnen nochmal zwei, geben, genau. Oder? Die Polizei verdient nämlich Cola. Mehr als wir. Ja, so. Also, ein E. Mhm. Ein D. Ja. Noch ein E. Mhm. Dann haben wir ein F. Ja. Gut. Soll ich Ihnen einfach mal was Witziges sagen, Herr Hort? Herr Hort? No. Herr Hort? Ja? Sie wissen schon, dass man den Sehtest nicht direkt vor der Wand macht. Kostet der Sehtest Geld? Nein, das wird alles von Ihrer Krankenversicherung. Weil wenn der Geld kostet, müssen Sie mir noch einmal Geld dafür geben. Vielleicht ein 20? Nein, jetzt kommen Sie mit, Herr Hort. Gott, ich komme mit. Der Kollege hier neben uns ist umgefallen. Oh Gott. Schauen Sie mal nach. Ich glaube, der Zuckerhaushalt von dem Herrn ist nicht mehr ganz oben. Vielleicht sollten Sie dem Herrn eine Cola anbieten. Oh Mann, Ihnen scheint es ja wieder gut zu gehen, ne? Sui. Gut. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend und ich muss mich jetzt meinen nächsten Einsatz kümmern, ne? Ja. Tschüss. Danke. Privatfahrzeuge darf man nur unten. Ja, aber ich brauche einmal einen Mechaniker. Können Sie einmal einen Mechaniker holen? Nee. Dann haben Sie Handy, können Sie selber. Ja, wie denn? Ja, einfach SMS schreiben. Ja, da kam keiner. Müssen wir ein bisschen warten, Sie sind nicht der Einzige hier. Dann werde ich den einfach einpacken, ja? So, und Kollegen, ich merke mir das, ja, den Umgangston. Ja. Servus. So. Ja. Haben wir den hier? Bitte. Oh, ja. Kollege, wo hast du Auto fahren gelernt? Achtung. Zur Seite. Oh. Ja, toll. Toll. Jetzt kann sich der Wagen auch nicht mehr bewegen. Richtig gut hinbekommen. Ja, die haben zwei Einfahrten. Hallo, ihr könnt doch nicht die Medics umschieben. Sag mal, seid ihr irre oder was? Ein bisschen nach links. Herr Mast, wenn das normal vorkommt, sind Sie nicht länger tragbar für die Polizei. Kollege, beiseite. Hallo, doch nicht über den Toten. Was machen Sie mit meinem Fahrzeug, Herr Mast? Jetzt können die Beamten wieder rausfahren. Ziehen Sie den da mal bitte raus. Geben Sie mal das Auto hier weg. Soll ich Ihnen helfen? Ja, ich helfe Ihnen mal daher. Ey. Oh, lecker! Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Jetzt den Polizisten. Herrn Mast? Nein. Nein. Herr Mast! Oh, Scheiße, komm, helf mir mal das. Helf mir das auch nicht. Herr Mast! Herr Mast! Dass Sie einen Dachschaden haben. Was haben Sie getan? Was machen Sie denn hier? Was haben Sie getan? Oh, Scheiße, komm schon. Warte, den stabilisieren wir schnell. Ja. Herr Stein, Sie schaffen das. Ja, was? Herrn Mast? Kommen Sie mit auf Streife, Herrn Mast. Soll ich mit auf Streife? Ja, kommen Sie mit auf Streife. Herrn Mast! Bitte einsteigen! Herrn Mast? Geht's Ihnen nicht gut, Herrn Mast? Ich glaube, Herrn Mast geht's nicht gut. Wir wurden von der Zentrale beauftragt als erstes. Nee. Bevor wir den Dienst antreten, sollten wir als erstes etwas essen. Ja. Loser. So. Wo fahren wir denn lang? Oh, Rasa. Herr Hort, sind Sie da? Ich bin da. Zum Einsatz bereit. Rasa. Verfolgen Sie den. Passen Sie ein bisschen auf sich auf. Herr Sancho, dranbleiben. Wir verlieren ihn. Jetzt links. Jetzt? Links. Geradeaus durch. Geradeaus noch? Ja. Und das verloren. Das Auto ist in der Luft gewesen. Komplett einmal. Kurz. Verloren. Sie können die Sirene ausmachen, Herr Sancho. Ich kümmere mich drum. Ja. Herr Sancho, Sie sind nicht der beste Fahrer, oder? Meistens schon. Also, Herr Sancho, als Sie direkt davor gesetzt sind, sage ich Ihnen das ungern, aber wenn Sie weiter so ein Fahrstil an den Tag legen... Ich meine, Sie haben falsche Anweisungen gegeben.
Ja, okay. Sollten Sie weiterhin so fahren, beziehungsweise auch einfach Leute wegrammen und Sie als Loser bezeichnen, mitten im Straßenverkehr, fürchte ich, dass Sie nicht länger tragbar sind für die Polizei. Dazu müssen Sie wissen, das war des Öfteren schon vorgefallen. Ja, dann macht das nichts. Dann würde ich sagen, dann wird das eher eine Beförderung. Dann können wir weitermachen, oder? Okay, dann steige ich jetzt einfach ein, ja? Steigen Sie einfach ein. In Sancho. Ja. Fehlt Ihnen was? Fahren Sie mal bitte. Können Sie mich sehen? Herr Sancho, haben Sie vergessen, wie man sich hinsetzt? Ich setze das Fahrzeug einmal zurück. Steigen Sie ein, Herr Sancho. Oh, es rollt. Oh ja. Können Sie einsteigen? Herr Sancho. Achtung. Alles okay bei Ihnen? Ja. Herr Sancho, steigen Sie ein. Herr Sancho. Ja, ist er. Steigen Sie ein, wir holen ihn. Bin drin. So, dann zeigen Sie mal, wie das geht. Möchten Sie auch nicht Blaulicht vielleicht anmachen? Machen Sie das an, ich habe keine Zeit dafür. Das geht nicht als Beifahrer. Oh. Haben Sie sich nicht angeschnallt, Herr Sancho? Geht Sie Ihnen im Kopf? Herr Sancho? Auf der Kirche steht. Herr Sancho, geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Ich war nur nicht angeschnallt zwischenzeitlich, kurz mal. Können Sie sich einmal bitte anschnallen? Jetzt angeschnallt. Sehr gut. So, stehen bleiben, Polizei. Stehen bleiben, Polizei. Allgemeine Verkehrskontrolle. Stehen bleiben, bitte. Ist ein Warnschuss. Einmal rechts ranfahren. Stehen bleiben, bitte. Entschuldigen Sie, treten Sie bitte aus dem Fahrzeug. Können Sie aufhören? Hallo? Wieso zählen Sie mit einer Waffe auf uns? Das Steigen ist eine Verkehrskontrolle. Einmal aus dem Fahrzeug aussteigen, bitte. Allgemeine Verkehrskontrolle. So, einmal die Personalie und den Führerschein, bitte. So, Sie wissen, warum wir Sie anhalten? Halten Sie an, Sie hatten eine Geschwindigkeitsüberschreitung. So. Wie viel hatte ich zu viel? Insgesamt 180 km/h zu schnell. So viel fährt auch mein Auto nicht, Mann. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, aber Sie haben es hingekriegt. Hafteinheiten oder Geld bezahlen? Ich würde gerne das Bußgeld haben, das normale. Das Bußgeld macht dann einmal 4.500 Dollar. In Bar, bitte. In Bar. Oh, da muss ich erst noch zum Bankautomaten fahren. Ja, was haben Sie denn da jetzt? Jetzt habe ich minus 4.600, wenn Sie das wollen. Gut, minus 4.600, die nehmen wir einmal und eine Überweisung auf folgende IBAN. Wie viel denn? 10.000. Warum denn 10? Weil das im normalen Bußgeldkatalog so angeordnet ist. Aber eigentlich ist das dann keine Überweisung, sondern habe ich davon eine Rechnung. Was? Das war eine stark erhöhte Geschwindigkeit. Sind Sie ein Schlagstock von Herrn Sancho? Also es sind einmal da Ihr gesamtes... Herr Hort? Ich glaube, Sie haben mir kurz den Kopf gehauen. Zentrale, wir bräuchten einen Sanitäter. Wir haben Raser, sind gewalttätig geworden und haben randaliert. Also, mir geht's gar nicht gut. Was ist denn bitte passiert? Auf einmal waren die Lichter aus. Was passiert ist, die zwei haben sie angegriffen. Da müssen wir hinterher, in Sancho. So wie der Kollege erzählt hat, werden sie niedergestreckt von den Herren. Können wir da sofort hinterher? Wir müssen zugreifen. Ja, haben Sie einmal was zu essen und zu trinken für mich? Trinken, ja. Essen habe ich leider nichts mehr. Wenn Sie nichts zu essen haben, haben Sie einmal einen Fofi? Ah, natürlich für Sie, Herr Hort. Dankeschön. So, wo fahren wir hin? Na, wo sind die hin? Sie haben es nicht mitbekommen, ja? Nee, was denn? Der eine hat auf einmal zugeschlagen, sie waren bewusstlos. Dann habe ich sie vertreiben können, aber sie sind direkt geflüchtet. Verdammt. Aha, wollen wir hier was essen? Ja, ist das Hornies. Kennen Sie ihn? Das ist ein guter Laden. Ist das mit To-Go? Ja, wie To-Go? Ja, müssen Sie einmal halten. So. Herr Sancho? Nee, einmal da an den Schalter ranfahren. Ach so. Weiter. Weiter, noch ein Stück. So, noch ein Stück vorne. Nach vorn. So, dichter geht nicht, sonst noch ist der Spiegel ab. Noch ein Stück. Ja, stopp. So, wunderschönen guten Abend. Wir hätten ganz gerne einmal drei.
Wir hätten ganz... Müssen wir uns drum kurz kümmern? Also. Oh ja, da vorne an der Tankstelle. Lassen die uns einmal in der Tanke nachgucken. Sind alle tot. Können wir deren Ausweis kontrollieren? Guck einmal kurz rein. Ah ja. Ich drück ihm mal ein Bußgeld rein, glaube ich. Many, many diamonds dangling. So, einmal bitte stehen bleiben. Guten Abend, grüß Sie. Wollten Sie tanken? Ja, ich wollte tanken, Officer. Ist der Porsche eingetragen? Porsche ist eingetragen. Aber ich muss Ihnen sagen, Warndreieck ist nicht drin. Personalausweis, Führerschein. Personalausweis, Führerschein, ich gebe Ihnen alles. Und welche Mission haben Sie hier? Tokyo Drift oder was? Ja, Tokyo Drift. Ah, ich verstehe. Personalausweis, Führerschein. Personalausweis. Haben Sie? Bitte schön. Hab ich nicht. Haben Sie. Hab ich nicht nochmal. Bitte einmal den Personalausweis. Henry McDanger? Danger. Was? Danger. Der Danger. Ach du Scheiße. Führerschein. Führerschein. Sie wissen, weshalb ich Sie anhalte? Ich weiß nicht, nein. Sie hatten kein Licht an. Es gibt ein Bußgeld. Licht? Bußgeld? Dann nehme ich lieber Knast. Nein. Ich habe kein Geld. $650 Bußgeld. Ach du Scheiße. Ja, ja. So, ich habe hier alles im Griff. Was passiert? Ja, der Herr ist ohne Licht gefahren, ne? Was war daraufhin Ihre Maßnahme? Bußgeld. Okay. Weiter geht's. Vielen Dank. Jo, bitte schöne das Auto Schicht Ihnen noch. Herr Hort. Alles Gute. Pass auf. Ich verliere irgendwie immer wieder Bodenhaftung. Ja, Sie sind ein bisschen zu schnell unterwegs, Herr Sancho. Das ist doch ein Rad, oder? Ja, jetzt, das reicht. Halten Sie ihn an. Einmal bitte stehen bleiben. Herr Sancho. Hat er uns angegriffen? Einmal bitte stehen bleiben. Allgemeine Verkehrskontrolle. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben bitte. So, einmal bitte mitkommen. Sie wissen, was Sie getan haben. Geisterfahrer. Officer. Geschwindigkeit über 2000. 2000? Und einmal nochmal fahren ohne Licht. Das hatten Sie ja eben schon. Ach du Scheiße. Warndreieck nicht im Fahrzeug. Verbandskasten nicht im Fahrzeug. Kommen Sie bitte einmal her. Bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Fahrerflucht. Bitte, bitte. Mach mal ein Auto kaputt. Fahren ohne Helm. Ich brauche keinen Helm. Vorfahrt missachtet. Und Sie haben alles vergessen. Hallo, bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug. So. Sondermaßnahme. Ah. Oh. Da komm, der dicke Arsch muss durch. Stepbro! Schieb durch die Karre jetzt. Help me. Help me, Stepbro. Au! Au! Arcadia, was ist euer Handwerk? Hey, ich bin Bildhauer. Und was ist dein Handwerk? Hey, ich bin Töpfer. Und du, was ist dein Handwerk? Ich bin Bildhauer. Spaltet! Was ist euer Handwerk? Au! 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 Hort an Kollegen Joachim Garten hat im Park ein Fahrzeug versenkt. Einen silbernen Porsche. Herr Hort? Herr Sancho. Schönen Feierabend. Dankeschön. Ist Herr Bond da? Nur positiv. Das Beste kommt zum Schluss. Guten Abend, so, Herr Bond. Gehen Sie bitte zur Wand. Sekunde. Herr Bond, trinken Sie nicht so viel Alkohol. Ja, ganz cool. Was labern Sie für eine Scheiße? Verpissen Sie sich, während wir hier diese Maßnahme durchführen. Ja. Nur weil ich viel Alkohol trinken, kann ich nichts dafür. Sehen Sie, was ich meine? Sie sind jetzt leise. Der Herr Alkohol trinkt. Der Herr, ja. Also der Herr jetzt in der Zelle. Ja. Ja, er behauptet fälschlicherweise, ich würde Alkohol trinken. Sie können gerne einen Bluttest machen. Keine Ahnung, wo er solche Informationen hernimmt. Keine Ahnung. Sie Alkohol trinken? Also das... Das nee, behauptet nee, er also, gerade. Haben Sie ja gehört. Haben Sie nicht noch mir vorhin erzählt, dass Sie sich ordentlich erstmal eingebechert haben? Ja, Sie haben doch schon so voll die Schnapsnase. Schnapsnase höre ich zum Beispiel. Ich weiß es nicht aus. Auf jeden Fall kümmern Sie sich einmal um den Herrn. Der Herr hier würde gerne ein Gespräch führen. So, ich habe ich das vernommen. Ja, ja, ja. Also der Herr, wie gesagt, Alkoholkonsum immer in Grenzen ist gut. Ne? Aber wenn das Übermaß nimmt. Herr, wie war Ihr Name noch gleich? Herr Hort. Herr Horst. Ja, verstehe ich. Ich bin gerade außer Dienst, deswegen komme ich mit einem persönlichen Anliegen auch einmal zu Ihnen. Und ja, ich das stimmt, was nicht. Wie der redet. Im Namen von mir und allen Kollegen entschuldigen wegen der Störung, falls jemand auf Sie zugekommen ist. Ich sage ja nichts dahinten. Ich sage auch nicht, wegen welches Themas. Ja, ich verstehe. Wie Sie aussehen mit Ihrem Und deswegen wollte ich mich einmal bei Ihnen entschuldigen. Ich nehme diese Entschuldigung natürlich an. Das Wenn Sie diese natürlich ernst meinen, will ich der Letzte sein, der Ihnen das übernimmt. Die meine ich wirklich ernst. Aber es stimmt, er trinkt Alkohol, oder? Und vielleicht
Der trinkt keinen Alkohol. Gehen wir mal zusammen auf Streife. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie heißen Sie? Ich gebe Sie oder, dazu. Oder, ne? Über auf dem V-Plus nach dem Feierabend. Kann das V-Plus. Ja nicht umändern, ne? Ist das schon wieder eins dieser Getränke? Von was? Ich mag eigentlich nur Energy-Drinks, um ehrlich zu sein. Können wir auch machen. Gibt auch V-Plus Energy. Wie Sie wollen. Ich der Toast, er, der typ möchte Sie ungern enttäuschen. Wieso hat er noch Funkgerät? Ich bin kein Alkoholtrinker. Ich trinke, wie gesagt, nur Kaffee oder Energy. Habe ich mir gemerkt. Gut, ja, einmal schönen Feierabend. Ja, danke schön, Herr Bond. Schöne Schicht noch. Bis morgen. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hab ein Gespür dafür. Ich mein's wirklich ernst. Der Mann, Herrn Bond, Herrn Korn, der ist kurz vorm nervlichen Kollaps. Ein paar Sprüche mehr und wir verlieren diesen Mann.